Und damit willkommen zum zweiten Teil von Baldur's Gate 3. Das ist der Start quasi ins richtige Game. Wir legen jetzt los und erkunden die Welt in Gänze. Und nach dem Absturz von diesem eigenartigen organischen Raumschiff, hier wabert noch einiges oben, ja, liegen wir jetzt hier am Strand und wir erkunden erstmal die Area. Hier vorne, da liegt doch... Oh, hier liegen einige. Sehr gut. Alles mitnehmen. Oh, die kennen wir doch. Nee. You're alive. I'm alive. How is this possible? Wie er hilflos ist. Wie ist das möglich? Was sagt sie? Ist doch egal, wir haben es geschafft. Ja, Mann, einfach Glück gehabt, ey. I remember the ship. I remember falling. Then nothing. Jo. Habt ihr eine Ahnung, wo wir sind? Oder was ist mit der Gith-Freundin? Vielleicht ist sie verletzt oder Schlimmeres. Genau, gucken wir erst mal nach. Ja, Mann. Die ollen Würmer aus dem Kopf rauskriegen. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt, ne? Wir? Ihr wollt zusammenbleiben? We need each other. And we both know what's at stake. Can't think of better company. Auf jeden Fall. Alles klar, brechen wir auf. Dann legen wir los, ey. Siehst du, schon haben wir ein Partymitglied. It would have been all too easy for you to run right past my pod. But you didn't. I'll remember that. Lead the way. Perfekt, alles klar. So, wir rennen rum. Abgrund, Abgrund. Gibt es hier irgendwo noch was zu scannen? Da, guck mal. Mit der Alt-Taste. Da sehen wir doch hier so ein paar Sachen. What's inside? Rucksack und ein Beutel. Okay, ein Hut, ja, warum nicht? Da liegt auch noch einer. Zerfleischter Fischer. Nee, ne? Irgendwas ist hier. Kann man hier angeln? Alter, hier liegen noch mehr rum. Und so ein Gehirn. Nein! So ein Brain. Nichts drin. Ja, das ist schon mal ganz gut. Wir haben die ersten paar Kröten hier zusammen. Sehr praktisch. Ah, hier sind die Angler. Noch ein Fischer. Mit einem Brief. Sehr gut. Gucken wir uns gleich an. Und wir rudern. Und wir rudern. Okay. Noch ein Rucksack. Jawohl, alles mitnehmen. Boah, gar nicht schlecht, ey. Gar nicht schlecht. Können wir auch springen? Nö, müssen wir gar nicht. Okay, weiter geht's aber auch gerade nicht. Dann wieder zurück. Ja, wir können springen. Ah, sehr nice. Sehr nice. So, wait. Das haben wir, das haben wir. Hier sind noch mehr. Und da vorne ist ein Riesentor. Alter, was hier alles kaputt gegangen ist. Warte mal, hier ist noch ein Fass.
Und wir kriegen schon jede Menge Loot. Ich bin ja schon super zufrieden. Alles mitnehmen, alles meins. Alter, eine Gitarre oder was? Eine Geige? Halber Bade. Ja. Und wir sind an irgendeinem Tor. War das nicht gerade tatsächlich eine Geige? War das nicht gerade zum Schlossknacken Diebeswerkzeug? Verwenden, Schlossknacken. Und wir würfeln. Alter, easy. Skill drauf, ohne Ende. Alter, ein 20er Schloss. Yes. Aber wait a minute. Wir haben da vorne auf der Map, haben wir so ein Sternchen. Haben wir eine Map? Wegpunkt. Die Frage ist, sollen wir hier überhaupt rein? Oder gehe ich jetzt hier rein und gehe da... Oh wait, was ist das? Geh da, oder gehe ich da vielleicht später rein? Nein, das ist der Wegpunkt. Ah! Überwucherte Ruinen. Das ist der Wegpunkt. Ich habe die Map ganz verkehrt gelesen. Ah! Okay, okay, okay. Was haben wir denn? Warte mal, was ist denn das da? Belladonna. Alter, wir können Kräuter pflücken hier? Okay, jetzt wird's ja noch mal wilder. Oh, jetzt wird's ja noch mal wilder. Jetzt ist natürlich die Frage, gehen wir hier durch? Alter, man kann sich da schon alles so ein bisschen angucken. Gehen wir hier durch? Oh, eine Kiste. Noch mehr Kisten. Oder ich gehe hier durch und danach wieder zurück. Ich glaube schon. Weil ich vermute einfach mal, dass das vielleicht ein bisschen heftig. Oder, wobei, eigentlich ist es doch wurscht. Ne? Wir sind im Anfängerbereich. Aber wir gucken uns das hier mal eben ein bisschen an. Und danach... Oh, guck mal, da sind so Viecher. Mini-Gehirne. Die hatten 21 live. Wenn die jetzt aggro sind, ist das schlecht. Wir sollten mal zwischendurch speichern. F5. Machen die was? Intelligenzverschlinger. Ich merke es schon jetzt. Okay, die machen wirklich was. Die sind wirklich aggro. Hätte ich also den ersten Schuss drauf machen können. Better stay back. One strike could be lethal. Ran da mit dem Dolch. Und was können wir noch? Und wir können noch stoßen, eintauchen, springen. Wir stoßen mal. Und kick. Geschubst. So, jetzt können wir uns noch ein bisschen wegbewegen. Oh. Oh, Rücken zugedreht. Oh, das war schlecht. Oh, da müssen wir drauf aufpassen. Okay. Oh nee, da sind noch mehr. Genau, die haben ihren Speed angemacht. Das habe ich ja selbst benutzt. Sprinten. Okay, wir nutzen... Heilige Flamme, lenkendes Geschoss. Das hat beim letzten Mal irgendwie 17 Schaden gemacht. Ja, und das macht diesmal 18 Schaden. Nuis. So, Schild. Rüstung verbessert. Wow, okay, sie ist schon mächtig. Sehr gut. Und ich bleibe einfach hier stehen. Nö, 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 nö.
Alter, haut er mir aber richtig einen rein. Alter, der hat mir aber richtig einen reingehauen. 3 Lebenspunkte noch. Hast du davon, Alter? Okay, verstecken geht hier nicht. Fernkampf geht hier auch nicht. Der sprintet hier schon wieder ran. Aber kann doch nichts mehr machen, ne? Ne. Kann nichts mehr machen, das heißt, wir können jetzt reagieren. Also, wir machen hiermit 2 bis 7 Schaden. Haben wir etwas, was mehr Schaden macht? Erschütternder Hieb hat die Chance, 2 Züge zu betäuben. Alter! Richtige Gehirnerschütterung, aber direkt. Okay, jetzt kann ich mit dem Schurken nochmal dran. Hinterrücks und gib ihm. Pfui. Kurze Rast, Stufenaufstieg und so weiter. Lange Rast, jawohl. Okay, die haben alle nichts dabei. Den hatte ich schon. Oh, warte mal. Jetzt habe ich sie aus Versehen angeklickt. Was ist das komische kleine Artefakt? Vergiss einfach, dass ihr es gesehen habt. Wie soll ich das jetzt vergessen? Jetzt will ich es noch mehr wissen. Okay, wir gehen einfach weiter. Weggehen ist auch ein bisschen komisch übersetzt. Wir gehen einfach weiter. Was kann er hier? Brennt er noch irgendwie? Sterbend. Alter, ich bin irgendwo reingelatscht und bin gleich tot. Wie kann ich ihn denn jetzt aufheben? Ich habe ihn geheilt. 1 Lebenspunkt. Never a dull moment. Intelligenzverschlinger. Alter, er ist komplett kaputt. Nee. Abbrechen. Ich will einfach nur die Heilung von dir. Okay, sie kann einfach nicht mehr heilen. Aber da stand auch gerade was von Rasten und Stufenaufstieg haben wir hier auch an der Seite. Das heißt, wir sollten uns irgendwo was zum Rasten suchen. Alter, er ist aber mächtig kaputt, ne? Schmieriger Stuhl. Oh, das sind diese Sachen hier, ey. Öl der Schärfe. Oh, hier ist aber wildes Zeug drin. Okay, bevor ich da gleich in diesen Tunnel da reingehe oder in diesen, durch diese Mauer da durchgehe, geht's auf jeden Fall gleich erstmal in die Rast. Da ist noch einer. Gehen wir schon mal rüber. Hier unten liegt auch noch einer. Ich glaube, das war nicht schadenzufügend. Oh, was hat er alles dabei? Alter, er hat richtig den fetten Loot. So, das nehmen wir auch noch mit. Was auch immer das alles ist, ne? Das ist halt das Schlimmste. Man weiß halt nicht, wofür das gut sein soll. Hier liegen noch mehr. Oh nee, das sieht aus wie... Okay. Schwierige Situation jetzt. Wo geht's lang? Wo sollte man lang? Ich glaube, ich gehe mal hier hin und mache hier eine Rast. Ob das so eine gute Idee ist, werden wir sehen. Denn ich muss auf jeden Fall dringend rasten. Ich bin ja halb tot.
Vielleicht gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, dass wir vernünftig rasten können. Diebeswerkzeug, mehr davon. Seil, auch gut. Meergras. Belladonna. Okay. Und das ist Meergras. Und ein Rezept für irgendeine Suppe. Okay. Ja, krass. So, kann ich jetzt hier einfach rasten? Wir gucken mal. Das ist so eine chillige Area hier. Gruppenmodus wechseln. Lager- und Rastmenü. Sehr gut. Zum Lager. Lange Rast, kurze Rast. Ich mache mal eine lange Rast, dass der auch regenerieren kann. Oh, wait a minute. Wir sind an so einem... Warte, wir teleportieren uns irgendwo weg. Da ist sie jetzt. Alter, wir haben ganz andere Klamottis an, ey. So auf entspannt. Okay, ob das Lager ist? Also, Lagerplatz. Ein Tisch. Ach, was? Oh! Nee, 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 nicht angreifen! Zu spät! Das gute Wasser! Okay. Lagerplatz, Lagerplatz. Ja, also. Ich würde sagen, wir lagern jetzt hier einfach. Oh, wait. Wait, wait. Hier ist nochmal eine Riesentruhe. Die Reisekiste. Und sie hat auch noch was zu sagen. Alter. Maske des Gestaltwandlers. Abenteuerpaket, Färbemittel, Unterhosen, ne, lol, wie er aussieht, aber das ist doch nur Deko, oder? Ach so, das ist aber jetzt von einer gemütlichen Kleidung, ausrüsten, Maske des Gestaltwandlers, ich bin komplett überfordert, ey. Gestaltwandeln, Illusion. Verändere all deine äußerlichen Merkmale auf magische Art. Es ist einfach nur, wow, es ist einfach nur ein nettes Gimmick für den, wahrscheinlich nur für hier nutzbar. Ich bin gespannt, ob ich das auch in einer normalen Welt nutzen kann. Die Area hier, das ist ja quasi ein extra Lagerort. Ein extra, ja, wo man das Lager aufschlägt. Halborg. Bam! Alter. Jetzt geh ich erstmal zu ihr hin. You strike me as the reliable sort. Are you sure this is a good idea? Ist das eine gute Idee? There are lit fuses in our heads. Sooner or later they're going to blow. Each hour that passes, the thing inside us grows. We need to find a healer. Let's wake up at first light. Das ist natürlich ein Punkt, ne? Je länger wir hier rumchillen, und je mehr, desto eher haben wir diesen komischen Bandwurm im Kopf, ne? Oha. Maybe we'll get lucky. We're overdue some good fortune. Rest well. We'll need our strength. Alter, absoluter Punkt. So, jetzt, wie kann ich mich denn mal heilen, ey? Ich muss mal dringend irgendwie ein bisschen schlafen. Alter, jetzt bin ich ein halber Ork, ey. Fritten. Ja, komm. Gönnen wir uns das Ding an.
Zack. 41. Perfekt. Lange Rast. Alter, ich hab wirklich diesen Helm auf. Ich hab wirklich diesen Helm auf. Dein Ernst, Alter. Das ist jetzt hier mein Relikt. Ich renne jetzt so rum. Legendär Gestaltwandeln-Helm. Alter, das ist ja ein Dingen, ey. Okay, irgendwie wahrscheinlich auch gut nützlich. Warum auch nicht? Wait a minute. Das ist eine Kiste, das ist ein Inventar im Inventar. Das behalten wir mal schön. Und genauso wie dieser Rucksack. Oh, wie praktisch. Ja, das behalten wir natürlich. Denn dann können hier sämtliche Lebensmittel und sowas alles rein. Tränke und so weiter und so weiter. Ja, sehr, sehr gut, ey. Heiltränke, Ölflaschen. Sehr angenehm. Und ich habe sogar noch so ein Säckchen hier, Alter. Drei Taschen jetzt schon mittlerweile hier drin. Hier sind sogar die Lebensmittel drin. Doppelte Lebensmittel. Okay, wir machen die Lebensmittel da rein. Und die Tränke und so hier rein. Einfach sortieren. Alter, Sortierfunktion. Ein Traum, ey. Okay, Kiste geht zu. Das sind unsere Special-Taschen. Mega gut. Alter, Platz ohne Ende, ey. So, zurück in die normale Welt. Jetzt habe ich ja gepennt und ich habe noch gar keinen Stufenaufstieg gemacht, ne? Das war jetzt nicht so smart, ey. Okay, Stufe 2. Raffiniertes Verstecken und so weiter. Das haben wir hier alles schon. Kann ich hier noch was machen? Annehmen, es geht einfach weiter. Stufe 2. Und sie hatte das auch. Stufenaufstieg. Das sollte ich auf jeden Fall vorher machen, ne? Vorm Schlafen. Schwing. Okay, wie auch immer, weiter geht's. Und wir gehen jetzt zurück. Nee. Ach, wat. Ach, das ist ja witzig. Ach, das ist ja witzig. Wir können Sachen stapeln? Okay, das ist gut zu wissen. Jetzt geht's zurück zu diesem Tor. Theoretisch ist es schon aufgeschlossen. Okay, und da sind wir und los geht's. Alter, er sieht einfach aus hier mit seinem komischen Helm, ne? Klamme Gruft. Klamme Gruft. This place wasn't built for the living. Whatever it takes. This way. Oh wait, Wahrnehmung. Was hat sie wahrgenommen? Hier ist ein Knopf. Hat sie noch was wahrgenommen? Moment, hat sie jetzt was wahrgenommen oder er? Sie, ne? Wahrnehmung fehlgeschlagen. Ah, okay, hier ist aber irgendwas. Er hat auch Wahrnehmung, aber irgendwie ist fehlgeschlagen. Irgendwie ist das zu hoch vom Level. Boah, ich traue mich gerade nicht, hier irgendwie was anzufassen eigentlich, ne?
Nachher kommen hier irgendwelche wilden Monster raus, die mich direkt platt machen. Auch diesen einen Knopf da vorne zu drücken, ne? Ich speichere nochmal. Schon wieder Wahrnehmung. Irgendwas ist da. Aber dafür reicht dann die Wahrnehmung nicht. Habe ich irgendwie, kann ich Wahrnehmungsspecial machen? Ah. Oh, sag bloß, hier sind überall Fallen. Oh, das kann natürlich sein. Oh, mal ein bisschen Licht machen. Ich sollte hier vielleicht einfach rausgehen, ey. Ich sollte hier vielleicht einfach rausgehen. Ich glaube, ich gehe hier einfach weiter raus, ey. Ja, macht, glaube ich, Sinn. Weil irgendwie, ich meine, ich kann ja hier auch später hin. Hoffe ich. Aber ich glaube, vom Skill und allem ist das irgendwie noch nicht meine Area. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin, ey. Ausgezeichnet. So, wo geht's lang? Geht's hier lang? Entweder geht's hier lang. Was sagt sie? Wo ist der Schlüssel? Oder es geht hier lang. Hier war ich noch nicht. Auch verschlossen. Okay, probieren wir unser Glück. Schloss knacken. Komm, nur 10 Punkte. 7. Oh, passt. Ah, weil er einfach Skill hat, Alter. Sehr schön. Wow. Alter, ohne Scheiß, ne? Ich glaube, ich sollte hier einfach noch nicht sein, ne? Wobei, die haben 10 Lebenspunkte. Die scheinen jetzt nicht so übermächtig zu sein. Zumindest die Toten, die hier rumliegen. Aber die Frage ist, wovon wurden sie gekillt? Oh, wait. Vielleicht sollten wir hier mal gucken. Da ist auch so hell. Aber erstmal hier alles absuchen. Ich habe die ganze Zeit Schiss, dass ich gleich auf eine Falle trete. Kampfstab. Sachen gibt's.
Oh nee, ey, Gevatter Tod persönlich, ey. Warte mal, ich glaube, ich gehe erstmal hier vorne nochmal gucken, was hier ist. Mal schön Licht anmachen hier. Direkt nochmal speichern. Boah, geht's hier einfach raus? Kommen wir hier straight up raus? Ne, da geht's einfach gar nicht weiter. Ne. Ne, ne, ne. Wait, hier ist ein Hebel. Oh, 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 das Ganze wird wieder zu wild. Nee. Ja, von wo kam... Ah, hier ist eine Luke. So, wait, wo sind wir denn jetzt hier? Und wie kommen wir denn von hier weg? Ist es nur zum Luftschnappen oder was? Ah, hier. Oh, das muss ich mir aber merken. Da muss ich mal mit mehr Skill hin. Vor allem, dass ich Wahrnehmung und sowas... Siehst du schon wieder irgendwas... Überleben fehlgeschlagen. Überleben fehlgeschlagen. Bei ihr auch. Alter, wir haben einfach so wenig Skill, ne? Taman. Just being careful. Like my mum always said, fools rush in. Tja. Ich laufe mal drumherum erstmal. Erstmal nochmal angucken, was hier alles so ist. Verdrehte Ranke. Vielleicht kann man die auch später ernten, aber im Moment noch nicht. So. Alter, hier ist das riesen Raumschiff reingestürzt. Das organische Flugding. Raumschiff klingt so verkehrt in so einer Area, Okay, ich renne mal zu den... Oh, wait, was war das jetzt? Rettungswurf. Oh, vielleicht ranken die mich fest. Oh, Rettungswurf, okay. So, wir speichern mal und gehen mal zu den Dudes da vorne hin. You're both twice as tall as me, but I'm half the bloody backbone. But we don't know what that thing even is. And what about the crypt? Ah, I'm telling you, it's a ship. And the crypt can wait. Mari and Barton have been trying to break in for days. Moin. We... Stop! Got ourselves competition already. Konkurrenz ist schon da. Our ship. Hä? Oh, wait. Überzeugen, täuschen, einschüchtern. Das Schiff ist voller Monster. Überzeugen, täuschen. Täuschen. Ich glaube, da lassen sie sich nicht drauf ein. Aber ich versuch's. Eine 12 muss ich hinkriegen. Plus 2. Yes. Well, in that case... Come on, you lot. No point in getting killed. Second worm gets the cheese and all.
Second mouse gets the cheese, no? Second worm. Nobody's getting any damn cheese. Now move it! Oder, oh, wo kommt die alle her? I thought we had a fight on our hands. Oh, das waren auf einmal vier. Aber das ist hier doch auch ein bisschen tricky, oder? Geborstener Stein. Ob wir da rein können? Aber wir wollen da ja nicht rein, ne? Ich bin einfach noch zu low, ey. Oh, wait, ich muss auf diese Ranken aufpassen. Alles klar. Da drüben ist auch noch was. Alter, ich renne hier einfach rum. Als ob hier keine Fallen und so sind, ne? Aber ich glaube, so viele... Oh, ist noch eine Leiter. So viele Fallen und sowas kann ja jetzt auch nicht überall sein. Okay, da kommt man auch nicht hin. Schlafplätze, okay. Tja, soll ich da rein jetzt wieder? Das ist doch bestimmt. Gnom auftreten. Seid ihr das Gimmelbock? Gimmelbock ist geflohen. Ja, ich täusche ihn. Nur eine 10. Komm, 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 komm. Schaffer. Gerade bei sowas. Kommt durchs... Der will doch... Der haut uns doch bestimmt. Okay, gleich nochmal speichern. Und dann gucken, dass wir es hinkriegen. Zack, Schloss knacken. Überhaupt kein Problem für uns, ey. Alter, was ist hier? Jede Menge Loot. Oh. Okay, das ist ein Gegner. Das ist eine ganze Gang Gegner. Keep looking. Something's up. This place is falling apart. Could have happened by itself. No such thing as coincidences. Ich gehe mal bei ihm hier. Kann er nicht auch schleichen? Okay. Sie auch? Sie auch. Ah, jetzt sieht man, was die sehen. Können wir sie nicht voneinander trennen, dass sie hier wartet? Ah ja, jetzt sind sie getrennt voneinander. Nee, 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 du nicht. Du bleibst hier. Und er geht. Ja. Ausgezeichnet. Alles mitnehmen. Who are those prayers for?
ausgezeichnet. Ancient indecipherable text covers the plaque. Dead tongue. Wie er schleicht, Alter. Nimm einfach mal alle Bücher mit. Alter, wie er am Wispern ist auch. Getrocknete Würstchen. Käse nehmen wir auch noch mit. Weinkaraffe. Wenn wir schon mal hier hinten sind, nehmen wir von hier alles mit. Ich sollte vielleicht nicht alles mitnehmen, oder? Oh, Porträt. Alter, ich habe ein Gemälde mitgenommen, komplett. Okay, er nimmt einfach komplett alles mit. Er ist da komplett wahllos auch. Das hat auch alles keinen Wert, nicht? Eine Flasche noch und den Käse. Und da ist noch ein anderer Käse. Und dann haue ich aber ab, Ich könnte heimlich die Tür zumachen, aber habe ich auch nichts von. Da ist ein Hebel. Die Körperhaltung. So, speichern. Und jetzt machen wir doch nochmal die Tür zu. Die wundern sich gar nicht. Das ist nun mal so. Die Tür geht einfach zu. So, komm. Als Gruppe jetzt. Muss ich sie jetzt nochmal aus? Ne, jetzt kommt sie automatisch. Okay, ich muss hier später rein. Also gegen vier Leute auch noch kämpfen direkt. No way, ey. Absolut keine. Oh, warte mal. Verstecken ein aus. Für alle. Hört sie auch auf zu verstecken? Ne, sie hört nicht auf. So. Okay. Wir müssen weiter. Oh, wait. Alter. Alles meins. Oh, warte. Diese Ranken wieder hier. Ja, tipptopp. Aber so weit sind wir leider noch nicht. Und dementsprechend müssen wir gucken, dass wir hier neue Leute finden. Und wir speichern hier und beim nächsten Mal geht's also weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Baldur's Gate 3 und wie es hier weitergeht.